Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Anti-Imperialist Union of Peace. Heute möchte ich über ein hochaktuelles Thema sprechen. Vergangene Woche haben sich die Vertreter der G7-Staaten in Cornwall in Großbritannien getroffen und kurz darauf gab es ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Beide Organisationen haben sich darauf verständigt, China und Russland als Bedrohung zu betrachten und gemeinsame Schritte gegen beide Länder einzuleiten. Doch stimmt das wirklich? Sind China und Russland für den Westen eine Bedrohung? Schauen wir uns dazu die Fakten an. Zuerst schauen wir mal auf China. Die Volksrepublik China hat in den vergangenen Jahrzehnten einen beispiellosen Aufstieg erreicht. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Lebensumstände sich für die Bevölkerung massiv verbessert haben, dass sie eine sehr viel bessere Bildung erhalten, dass es einen starken Ausbau in der Infrastruktur gegeben hat und dass, nicht zu vergessen, die absolute Armut vollständig ausgerottet wurde. Diese Errungenschaften sind enorm und dürfen nicht vergessen werden. Doch nicht nur China kann diese Erfolge erreichen. Alle Länder, die an der Seidenstraßeninitiative teilnehmen, wie die Großmächte Russland und der Iran, aber auch viele, viele weitere Staaten in Lateinamerika, Asien und Afrika, können von in dieser Initiative profitieren. Doch was bringt die Seidenstraßeninitiative den Mitgliedsländern konkret? Schauen wir uns dazu einmal die Impfstoffentwicklung an. Dazu habe ich bereits in meinem ersten Video im Januar gesagt, China und Russland produzieren nicht nur höchst wirksame Impfstoffe, sondern teilen diese auch mit den übrigen Staaten der Welt. Das geht so weit, dass selbst eigene Fabriken in Ländern wie Weißrussland oder Argentinien für den Impfstoff Sputnik V gebaut werden. Das kann man über die Länder im Westen nicht gerade behaupten. Denn während hier in den reichen Industrienationen die höchste Impfstoffdichte pro Einwohner aufzufinden ist, sind diese westlichen Länder nicht gerade für ihre Freigebigkeit an Impfstoffen für die Entwicklungsländer bekannt. Deswegen kann man auch beobachten, dass die Anzahl der gespendeten Impfdosen für die Entwicklungsländer vergleichsweise sehr gering ist. Denn die Impfdosen werden für die privilegierten Bewohner der NATO-Länder gehortet und selbst dort läuft die Impfung selten geordnet, sondern häufig chaotisch und planlos ab. Gleichzeitig wird häufig behauptet, dass die westlichen Länder vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Doch die Millionen Corona-Opfer, vor allem in den USA, die weitreichende Unzufriedenheit der Bevölkerung in den westlichen Staaten mit den Corona-Maßnahmen und die negative Wirtschaftsentwicklung in den meisten westlichen Ländern sprechen da eine ganz andere Sprache. Unter dem Strich sind Länder wie Russland oder Venezuela zum Teil besser durch die Pandemie gekommen als manche westlichen Nationen. Noch stärker ist der Kontrast zu den Staaten mit sozialistischem Gesundheitssystem wie China. In völliger Verkennung der Realität behaupten manche im Westen, hierbei einen Sieg des Autoritarismus zu erkennen. Doch in Wahrheit sind die Erfolge Chinas vor allem einer geplanten Entwicklung, einem gut ausgerüsteten Gesundheitssektor und einer schnellen Impfstoffentwicklung zu verdanken. Diese Erfolge lassen sich auch in Ländern wie Vietnam, Kuba und selbst im von den Kommunisten regierten indischen Bundesstaat Kerala beobachten und können überhaupt nicht durch eine sogenannte asiatische Mentalität erklärt werden, sondern sind nur durch das sozialistische Gesundheitssystem überhaupt zu begründen. Dass dies von den westlichen Medien meist verschwiegen wird, braucht nicht zusätzlich erwähnt zu werden. Das Fazit lautet also: Weder Russland, noch China, noch der Iran stellen tatsächlich eine Bedrohung für den Westen dar. Es ist vielmehr die neoliberale und die grüne Ideologie, welche krampfhaft versuchen, den Kapitalismus schönzureden, die die Menschheit als Ganzes bedrohen. In einer solchen Krise
sind gemeinsame Lösungen als Ausweg aus dieser Pandemie gefragt. Was diese Pandemie aber gewiss nicht lösen wird, ist das Festhalten in einem veralteten Wirtschaftssystem wie dem Kapitalismus, der zudem noch die Menschen unterdrückt. Sagen wir also Nein zur G7, sagen wir Nein zu der NATO und sagen wir stattdessen Ja zur Seidenstraßeninitiative und zur Eurasischen Landbrücke. Ich danke euch.